Willkommen aus der Rheinlandhalle in Krefeld zum Oberliga-Eishockeyspiel des KEV 81 gegen die Gäste des Herner e.V. So, dann geht's los. Da stehen sie bereit. Ich glaube, ist damals von Krefeld nach Salzburg. Und jetzt, die Chance. Mit der Riesenchance und da verspringt ihm die Scheibe. Mit der Ausländerreihe, stark gespielt da und aus spitzen Winkel. Und da ist der Bauerntrick. Ist die Scheibe drin. Das Tor für Herne von Patrick Eslin. Ich hatte jetzt erstmal die Gestik des Schiedsrichters gar nicht richtig verstanden. Ich dachte, der steckt jetzt doch irgendwo in der Ausrüstung. Es sah so aus, als wäre er drin. Aber da versucht er, macht er den Bauerntrick. Ja, super gemacht. Kommt. Und das Tor da. Nicht mehr schnell genug zum Pfosten. Genau. Also zunächst mal da aus Spitzenwinkel knapp verpasst, aber dann bleibt er in der Situation und spielt die Scheibe da. Ehrlich gesagt weiß ich im Moment gar nicht, wie da die Regelauslegung ist. Und das ist eine Top-Chance da. Da schießt er aber gut vorbei. Da müssen die Scheibe dann schnell wegbringen. Oh, jetzt guter Move da von Fleming. 3 auf 1. Blank könnte schießen. Und du warst ein Tor. Das Tor von Alex Blank. Starker Angriff da von Krefeld. Und plötzlich dann das 3 auf 1 und Fomin bedient Blank. Der hat noch Krügel als Passmöglichkeit. Und ich glaube, da hat auch wirklich jeder damit gerechnet, dass er den abspielt. Weil wir haben es eben gesagt, Alex Blank, eigentlich kann man den frei vors leere Tor setzen und der spielt nur ab. Ist das sein zweites Tor? Zweites Oberligator von Alex Blank. Genau in den Winkel. Aber gut geschossen. Und jetzt, Fomin ist alleine durch mit dem Schuss. Und Tor! Für Krefeld! Michael Fomin! Was man aber auch sagen muss, 37 noch zu spielen. Blank gut den Hit von Akkas. Ja. Und dadurch ist dann Fomin frei. Da sehen wir es nochmal. Genau. Der Aufbau passt. So, der passt. So, und dann, dann ist die Kamera ein bisschen zu langsam, aber Blank zu aggressiv. Genau. Und Fomin ist durch und verwandelt hier zum mittlerweile absolut verdienten 2:1 für die Hausherren. Ja, und jetzt haben wir erstmal den Tipp von Elmar Schmitz. Genau, aber wir haben noch, aber wieder schnell ins Drittel, ne? 15 Minuten schon rum. Ja. Ist die Strafe vorbei. Oh, das war knapp aber zu jetzt viele Mann. Und jetzt Demetz. Demetz mit der Chance in der Mitte ist Blank. Und Tor! Für Krefeld. Bato Demetz von der Strafbank kommend. Verwandelt da an den langen Innenpfosten zum 3:1 für Krefeld. Ja, und jetzt ist Elmas Tipp kaputt. Ja. Aber ich glaube, das ist ihm egal. Aber nimmt er. Da, man sah auch schon, Pass. So, also ist ein Linksschütze und dann kannst du da eigentlich nur lange Ecke, ja. Top-Höhe. Herne beschwert sich jetzt auch, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, 6 Mann war wirklich. Ja, der Wechsel war diskutabel, definitiv. Genau. Und so, mittlerweile deutet sich hier eine Überraschung mehr und mehr an. Marco Wetz auf Hauf, der mit dem nächsten Schuss. Oh, gut, aber durch die Beine gespielt. Und fast ist auf. Und Tor für Marco Wetz für Krefeld. Prokurat auf Marco Wetz und der trifft zum 4:1 für Krefeld gegen Herne. Also muss ich sagen, wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, und jetzt nimm weniger. Schön von Haus da nochmal drin gehalten und sich durchgesetzt. Und da ist die Zuordnung nicht da. Ja. Ja, aber auch da, wie gesagt, Hauf mit der Geistesgegenwart. In dem Moment, da spielt er den Pass nochmal rüber zu Prokurat und der mit dem Tschechenpass. Oh. Und da ist das Tor. Da stand Liesegang alleine vom Tor. Leider gerade gar nicht gesehen, sorry, ja. Weil ich gerade, ich glaube, die Chance notiert hatte. Axelain hat da den Pass gespielt auf Liesegang. Ja, da sehen wir es nochmal. Scheibenverlust von Krefeld im eigenen Drittel. Und dann Osterlein auf Liesegang und dann ist auch der Torwart nicht mehr in der Position. Ja. So, da hat so ein bisschen die Zuordnung nach dem Powerplay da, der unnötige Scheibenverlust. Genau. Von Esch. Spielt dann quer, dann springt da Liesegang, glaube ich, ist es die Scheibe über die Kelle. Wieder in die Mitte gespielt und das Tor für Herne. Da ist er, Richie Müller. Und sie nutzen dieses Powerplay hier. Und es steht 6 Minuten 14 vor dem Ende. 4:3. Stark gespielt da. Toller Pass durch den Slot
Und dann steht da eben am langen Eck Richie Müller. Und diesmal verpasst er das leere Tor nicht. Ja, da steht er auch schon viel zu frei. Ja, ja. So, keiner guckt auf den Mann. Alle gucken auf den Scheibenführer. Da müsste Blank sich so ein bisschen raus sortieren, sagen wir mal so. Ja, also man hat halt darauf gebaut, dass da in der Mitte, ich weiß nicht, wer es ist, ich glaube Onkels, genau, diesen Pass da blocken kann. Oh, jetzt. Und jetzt Fomin mit Grügel. 3-2. Und Fomin mit dem Tor in den Winkel. 5-3. Michael Fomin. 3:38 noch auf der Uhr. Und das dürfte es hier gewesen sein. Das war jetzt der dritte, der lange Ecke. Setzt sich da stark durch. Wieder auch Linksspieler, lange Ecke. Stockhand hoch. Auch perfekt, wieder perfekt gepasst. Perfekt rein an den Innenpfosten. Kann man mal machen. Und war das jetzt zweites oder drittes von Michael Fomin? Ich überlege gerade. Ich glaube, das war das zweite. Ne? Kriegen wir natürlich jetzt mit der ersten Reihe. Ja. Schmitz, Bauermeister, Blank. Und, und Tor. Wieso das Tor für Herne? 5-4. Menschenskinder, jetzt verliere ich hier schon die Übersicht. 5-4. Scheibe da mit der Rückhand, glaube ich, dann ins Tor durchgedrückt. Da sehen wir es nochmal. Müller schießt da aufs Tor und dann, ich glaube, Kolb ist es, der da mit der Rückhand zum Schuss kommt. Oder ist es Ackers? Nee, Ackers, ne? 91. Ja. In dem jungen Team, in so einer Situation mit dem erfahrenen Adi Grügel, dann ist diese Luft natürlich auch gut, dass die nochmal kurz zurückkommen können. Genau. Und das tun sie jetzt auch. Möglicherweise für den letzten Wechsel dieses Spiels. Und, das Tor! Ist der Hattrick! Der Hattrick für Fomin! 6-4! Das Bulli geht an Krefeld, Blank auf Grügel und der sieht Fomin. Also das war jetzt aus nichts. Bulli an Krefeld. Ich weiß gar nicht, ob der Pass von Grügel kam oder von einem Herner, aber im Endeffekt ich vom Schlittschuh ist irgendwo. Da, jetzt sehen wir es nochmal. Blank gewinnt auf jeden Fall das Bulli. Bringt es zu Grügel und ich weiß nicht, wer da jetzt dran war. Im Endeffekt. Und ich glaube jetzt wieder hochgespielt an die Blaulinie. 13 Sekunden noch. Jetzt muss der Schuss langsam mal kommen. Guter Schläger da von Onkels. Und Grügel ist dazwischen. Scheibe raus und das war's hier. 3 Sekunden noch. Krefeld gewinnt mit 6-4 gegen den haushohen Favoriten Herne.